Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Angespielt, was jemand von euch vorgeschlagen hat, und zwar Auto Battles Online Idol PvP. Und das hat, genauer gesagt, vorgeschlagen der Pro-Player Smiley. Sagen wir uns dann was, gucken wir uns mal an. Mit Lefoldus beginnen wir. Ne, Daki. 10.000 Gold. 50 Leben, 12,5 Schaden und keine Rüstung. Starting Helm für. Ach, guck mal, wir können es. Ah. Wir können es für ein bisschen Geld, Rüstung haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir alles finden, oder? Tatsächlich glaube ich, dass das zu kaufen ziemlicher Unsinn. Okay, wir werden einfach mal komplett nackig starten, denke ich. Was ist, wenn ich random drücke? Okay, gib mir trotzdem irgendwelche Dinge. Ach, egal, lass uns so machen. Das ist okay. Arturius war auch cool. Next up, picking Username. Ist das nicht mein Username? Achso, das ist mein Charaktername. Okay, hätte ich jetzt nicht so nennen müssen. You can change this later. Okay, dann nehmen wir es nochmal so. So. Na, geht doch. So, Update, Block, blabla. Brauchen wir nicht. Okay, wir sind der da. So, asiatisches Feeling, ha? Huh? Gut, Battle. Arena, Dungeon oder Conquest. Gehen wir mal ab in die Arena. Bin ich in der Arena? Guck mal, wir sehen hier, wir können Geld sammeln. Ach Gott, zurück. Ich weiß nicht, ob ich auf die Arena geklickt habe. Ne, habe ich nicht. Jack your heroes into the highlighted area without overlapping each other. Okay, die dürfen halt nicht auf sich, ne? Hier seht ihr die Hitbox. Die dürfen sich nicht berühren. Und Battle. Und dann kämpfen wir gegen diese Gegner. Und dann sehen wir, dass wir einfach nicht zerstört werden. Wir werden zerstört. Gut, wir kriegen 484 XP, 193 Gold, 193 das da. Aber das bringt ja nichts. Weil die, jetzt, okay, sind es Level 1er. Gerade waren es auch Level 10. Ah, guck mal da, meiner ist Level 10. Ah, das ist der Boss. Okay, verstehe. Also, der Hauptheld sozusagen. Lass das mal woanders machen, weil ich glaube, hier ist, sind wir noch nicht so richtig, richtig gut dabei. Conquest Explorer. Ja, Tentiles. Das ist das, was ich gerade gemacht hatte, wo ich aus Versehen hingeklickt habe, hier Conquest. Wir kriegen nämlich auch Geld die ganze Zeit und wir kriegen... steht nicht, wie viel da wie wir kriegen, ne? Aber wir haben ziemlich viel. In 24 Stunden ist es voll. Lass uns mal zum Beginner Island traveln. Let's go. Tile cannot be terraformed. Okay, dann gehen wir hier Level 8. Level 8, Level 8, Level 16. Lass uns mal Level 8 gehen. Let's go. 32-Bit-Emulator detected. Echt, wir benutzen 32er? Oh, try using... okay. Oh, wir haben ja BlueStacks. Oh, oh. Alle Level 10. Die klatschen uns einfach nur um. Ups. Nichts bekommen dafür. Okay, Auto-Attack. Dasselbe, okay. Ah ja, wir können automatisch alle angreifen, verstehe. So, nehmen wir uns das Geld mal mit. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Wie kriegen wir den? Wir haben 5 Iron Chests. Oh, es hat er was von Counter-Strike. Okay. Salvage 25%, Value 750.000 Gold. Okay. Ach, schade. Das ist leider nur Müll. Ah, cool, wir haben ja so eine Gamble-Funktion mit dabei. Schade, auch wieder nur Müll. Aber wir können damit die anderen Einheiten, denke ich mal, ausstatten. Das ist natürlich wichtig. Ich hätte gerne mal... Ja, Stufe 4 ist auch nicht verkehrt. 318 Armor, 629.000 Gold ist das Ding wert. Eine 5er Bogen. 59 bis 80 Schaden, 0,91 Hits pro Sekunde. So, hier haben wir keine mehr. Aber wir haben noch 10 Wooden Chests. Ne, haben wir nicht. Doch, haben wir. Cursed Bone. Light Pole Axe plus 8. Dirty Leather Jacket. Okay, wir machen einfach mal auf. Plus 9, plus 9. Das sind alles nicht so guten Items im Vergleich zu der anderen Kiste, ne? Gaia haben wir ja auch noch. Frozen Shadow Runic Royal. Gut, wir können sie trainieren. Das ist natürlich wichtig. Für 10 Millionen können wir einen neuen Slot kaufen, wo wir die Erfahrung und so weiter kriegen.
Okay, wir haben dann diese Erfahrung. Hier haben wir die Armee. Ups. Was haben wir noch bei Summon? Haben wir so eine Rolle? Wir haben 5 Scrolls left. Na, let's go. Ein S-Rang. Ein Buddy. Da müssen wir noch gleich mal mit unser Team reinnehmen. Army. Heroes. D. Wir haben natürlich D-Einheiten dabei. Die werden wir natürlich austauschen. Ist ja logisch. Remove from Squad, remove from Squad, remove from Squad, remove from Squad. Und dann werden wir natürlich die anderen reinpacken, die einfach eine bessere Wertung haben. So, mach ich jetzt mal ein Squad. Da sind sie. Level 10 sind jetzt auch alle schon. Okay, was? Ein bisschen rumklickern hier. Können wir sagen Auto Equip? Ne, das geht nicht. Ah, kriegt das. Es gibt kein Auto Equip? Sehr traurig. Da muss ich die echt alle. Can't be equipped on Melee Hero. Ist ja lame. Ist auch ein Melee Hero, oder? Ja. Haben wir irgendwo hier ist ein Mage. Können nicht an einem Mage equipped werden. Hier ist ein Archer. Nimm das. Dann brauchst du noch einen Bogen auf 4 plus 9. Das sind identisch. Oh. Oh, der hat zwei Bögen. Achso, ja, wegen 2 hat alles klar. Haben wir noch einen Helm? Haben wir noch, wa? Okay, also Savage Mini. Es wäre wirklich schön, wenn du dich automatisch equippen würdest. Gibt's bestimmt, aber ich sehe es noch nicht. 62, 56, 71. Kann nicht ausgerüstet werden. Eine Zweihandwaffe. Jetzt brauchen wir noch ein Helmchen. Hier ist ein Helmchen. Können wir nichts equippen. Ein S-Varrior. Kriegt das hier. Plus eine wunderschöne Waffe. Und zwar eine 5er davon. Oder eine 4er davon, Alter. Ja, wenn wir das equippen können, bestimmt wir. Aber es ist ein S-Varrior. Berserker. Na gut, ich denke. Ach, schade, dass es kein Auto-Equip gibt. Scheinbar. Wir sind schon Level 5. Wir haben mit Level 1 angefangen, glaube ich. Zwei Loses. Das ist natürlich schade. Wird mich immer verfolgen, diese schlechten Stats. Quests. Big Roller. Open any free chest. Collect Conquest Rewards und Collect Training Rewards. Und Achievements haben wir. Summon a Hero und Open 10 Chests und Summon 5 Heroes. Let's go. Dann werden wir ja jetzt einfach mal hier reingehen und die einfach mal alle verprügeln. Die sind alle drin, alles klar. Und let's go. Wir werden sie sowas von zerschnetzeln, die Gegner. View Enemy. Also jetzt A bis D, also ist jetzt nicht sonderlich stark. 92.000. Okay. Und wir kriegen jetzt nur 1.900. Habe ich nicht gerade 92.000 bekommen? Habe ich 92.000 bekommen? Bam, bam, bam. Gut, ja, ich habe mega viel. Train wie die mal. Jetzt gibt es mehr, wie ich finde. 10 Millionen Gold brauchen wir fürs nächste. Ne, es gibt immer noch genauso viel. Wir können die aufrüsten auf Level 90 Dummy. Level 30 Dummy in sufficient Gold. Current next. Wir können die aufstufen. Aber dann wollen wir halt mehr pro Stunde und so weiter kriegen. Dungeon. Was haben wir im Dungeon? Soft River Alley. Ja, ich glaube, wir haben erstmal ein gutes Team. Let's go. Level 1 Skelette, kriegen wir hin. Und Wave 2 von 2, weiter geht's. Was ist Delay? Choose the Delay between Matches. Okay, falls wir uns irgendwie heilen wollen oder so. Next! Ha, mein Buddy ist irgendwie stärker als mein Darky, ne? Bam, bam. Schön in den Rücken geschlagen. Ja, wir kriegen dafür sogar sowas. 15.000 XP. Wir sind Level 16 mittlerweile. Okay, die Wave 1 wird immer nicht so stark sein. Die Wave 2 ist immer das, was stärker ist. Im Chat hat einer geschrieben. Level 230. Okay. Aber jetzt waren die nicht mehr so stark. Ja, warum waren die gerade Level 10 gewesen? Jetzt sind die wieder Level 1. Strange. Okay, wir können hier theoretisch bis Ebene 100. Können aber auch conquesten. Let's go. Let's go. Und dann schauen wir doch mal.
Plains Level 8. Wir können ja natürlich alle einmal umnatzen. Patsch. Und haben jetzt Housing minus 1 plus 50. Farming minus 1 plus 81. Jetzt kriege ich 18.000 Gold die Stunde. Wir können es upgraden mit 20.000 Gold. Kriegen wir jetzt aber immer noch 18.000, okay. Ah, aber das bringt mir was anderes wahrscheinlich. Wahrscheinlich kriege ich da was anderes. Was haben wir noch bei Man Buildings? Houses, Farms, okay. Dann gehen wir zum nächsten. Schalten wir das nächste frei. Alle werden sie einmal umgenutzt. Allerdings kriegen die scheinbar keine Level dazu, ne? So, wir können Housing meinetwegen machen. Minus 5000 Gold plus 161. Achso, und je mehr wir davon haben, desto mehr Geld kriegen wir. Aber desto mehr Nahrung brauchen wir halt auch. Hm, alles klar. 88.900 pro Stunde kriegen wir jetzt an Gold. Das wird sich sicherlich schon lohnen. So, kann ich hier nämlich Select Minicot mal noch machen, ne? Wir können erstmal ein Housing bauen. Ach, nicht Housing. Ich wollte ein Dings bauen, eine Farm, aber egal. Level 16 kriegen wir auch hin, oder? Level 20? Ja, unser Equipment ist okay. Das gleicht es schon tatsächlich aus. Farming. Upgrade. 100.000, okay. Was, wenn ich jetzt Select Many mache? So, du sollst das alles mal bitte attacken, nacheinander. Wotan ist Level 18. Sieht knapper aus. Quatsch. Okay, der Buddy ist super strong. Let's go zum nächsten Level 17. Okay, die steigen also, die bleiben nicht alle auf dem Level 8er, was wir am Anfang gesehen haben, sondern je mehr man kaputt macht, desto weiter steigen die im Level. Ne, ihr seht hier, ne doch, ne, ist noch 9. Alles gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann sind die tatsächlich noch die kleineren. Haben wir Level 20 mittlerweile, ich weiß gar nicht. Die Erfahrung ist wahrscheinlich für den und die Erfahrung ist zum Upgraden, oder was ist das? Nochmal Level 18. Also Level 20 mittlerweile. Easy peasy. Batsch. Genau, das haben wir alle erledigt. Na, wir können hier mal gucken. 24, 25. Die müssen noch auf 16, okay, 17 sein. Wir haben immer noch so das Gleiche, ne? Also es macht hier keinen... Oder es ändert sich nicht. Können wir mal Housing noch bauen. Let's go. 40.000. Wir kriegen jetzt 266.000 die Stunde. 295, 300. Okay, wir müssen immer das 100% haben. Verstehe. 384.000 Gold kriegen wir jetzt die Stunde. 391.000 Gold die Stunde. Mhm. Ich kann mal zoomen. Ach, so groß ist das gar nicht. Ich dachte, das wäre ein bisschen größer tatsächlich. Aber scheinbar nicht. Aber wir können die einzelnen dann natürlich noch weiter aufrüsten, ne? Faszinierend. Ah ja, hier steht's dann, ne? Das können wir collecten. 9,8 Millionen in 24. Ach, guck mal, dann geht's noch weiter. Alles klar. Auch Level 25 dafür. Never mind. Na, das ist unser Charakter hier. Ich würde die aber gerne mal trainieren. Also. Verbessern. Herbs. Add to Squad haben wir ja schon. Oh. Was ist, wenn ich das jetzt Add to Squad mache? Ne. Oh, er macht sogar ein bisschen mehr. Weil er S-Rang ist. So, was haben wir hier? Training in the Dojo. Heroes will keep practice on training dummies, even when the game is... Achso, selbst wenn das Spiel geschaut ist. Sehr schön. Danke. Wie kann ich meine Heroes verbessern? Da kann ich sie verbessern. Level up. Ah ja, guck mal, sehen wir hier, ne? Level 12 sind wir. Haben wir hier mal zum Beispiel Skills noch gar nicht freigeschaltet. Oh, das ist ein Passiver. Und wir haben ja genug Herbs. Machen wir alle 10 Level höher. Alle ordentlich am Pushen hier. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir keine Herbs mehr, ne? Nicht für 10 Level auf jeden Fall. Gut, das war schnell weg, ne? Wir können auch Waffen kaufen. Hätte man vielleicht machen sollen, ne?
Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Kostet dann schon ein paar Millionen. Okay. Hammer of Hades, alles klar. Gibt ziemlich viele Waffen, die man hier kaufen kann. Kann man welche craften? Ab Level 225, okay. Reforging. Wir können für 80 Gold das Ding um. Achso, Reforging ist auf dieses Plus-Level. Okay, verstehe. Enchantment Rune, damit die Dinger wahrscheinlich nicht kaputt gehen später. So, das haben Current Enchantment none. Available Enchantments gar keine, wahrscheinlich weil die einfach zu schlechtes Level haben. Und hier gibt es auch noch Armor, die man sich kaufen kann. Und natürlich immer, das ist natürlich schade, dass es je nach Klasse unterteilt ist, ne? Melee, Magic und Ranged. Macht es alles ein bisschen unnötig kompliziert. Roll the Dice. Was haben wir hier eigentlich? Achso, das sind Daily Quests, verstehe. 25 Dungeon Stages. Und Arena Battles. So, complete the first Reforge. Reach Account Level 10. Auf Level plus 10. Also Reforge-Ding und Level 20 erreichen. Ja, damit sollte das natürlich easy weitergehen hier. Jetzt haben wir alle Level 20 gebracht. Easy peasy. Ich weiß zwar nicht, was uns das bringt, Arena höher aufzusteigen. Kloppen wir sie einfach mal runter, die Gegner, würde ich sagen. Und zwar ein starker. Oh, das bin ich. Das ist der Gegner. Oh mein Gott. Bryant hat mich umgenietet. Na, guck ich mal die Verteidigung von Rock and Rolls an. Holy shit, was hat er denn für bitte für Defense? Ich weiß nicht, was diese 20 da bedeutet. Holy shit, wir gehen ja sowas auf die Fresse. Eieieiei. Ja, man muss halt natürlich auch die Items verbessern haben. Sonst bringt das nicht viel. Level 22 haben wir erreicht. Height Interface. Ja. So, wieder ein bisschen hier bekommen. Train waren wir gerade. Army. Guild Events. Brauche ich eine Gilde? Kann man eine Gilde joinen? 15 required. Keine Ahnung, wo ich da reingehen soll. Hier haben wir noch einen Chat. Ich würde sagen, wir mal in den Dungeon vielleicht mal weiter. Huh? Schauen wir, wie weit wir hier kommen. Bei den kleinen Minigegnern hier ist ja kein Thema. Aber wir brauchen auf jeden Fall bessere Waffen. Und die muss man sich halt mit Gold kaufen, ne? Finden tut man die scheinbar nicht. Deswegen fände ich es auch eigentlich sinnvoller, das Conquest weiterzumachen. Weil man da halt immer mehr Geld bekommt. Und solange man hier weiterspielt, wollte man immer mehr Geld kriegen, auch von denen. Gut, ein Level 10er, sonst Level 4er. Batsch. Batsch. So, wir haben sogar zwei Kisten. Ah, okay, hier kriegen wir Kisten, verstehe, im Dungeon. Ich würde ganz kurz nochmal zur Army. Den aufleveln. Ich wollte mir diese Waffen nochmal angucken. Was ich mit den Waffen machen kann. Aber ich kann die irgendwie nicht verbessern, oder? Items. Equip. Naja, wir brauchen halt immer noch einen Helm, ne? Ein bisschen Defense. Es wäre schön, wenn es ein Auto-Equip gäbe. Gibt's aber nicht, oder? Ich bin einfach nur blind, aber ich glaube, es gibt kein Auto-Equip. Das ist echt schade, weil das wäre so viel angenehmer, wenn es hier ein Auto-Equip gäbe. Ich muss sonst immer alles durchklicken. Das ist super ätzend. Oh, die haben alle keine Waffen. Kein Wunder, dass sie nichts machen. Oh, ich habe, glaube ich, keine Mage-Waffe. Ja, lassen wir zur Chest-Dings gehen. Zwei Holzkisten haben wir. Einmal ein Zweier und einmal ein Vierer. Okay.
Wo krieg ich die Aria und Arwen-Dinger her? Die können sie uns kaufen für 250.000 davon und 5 Millionen davon. Allerdings nur 5 Stück. Können sein, dass es 5 sind. Dieser Konkurs wäre tatsächlich sinnvoller, wenn man das, pushen würde. Ups. Macht schon irgendwie mehr Sinn, oder? Oh, das können wir mal rauslassen. Attacken wir mal die 10 Dinger hier. Sollten wir hinkriegen, wa? Da müssen wir noch bauen. Dim, dim, dim. Na, noch sieht es ganz gut aus. Plants Level 16 sowieso. Kriegen wir locker hin. Das heißt, wir haben immer einen mega strongen Gegner meistens dabei. Das ist hier der Bojan Monk. Wobei es sind mehrere gewesen. Gut, dann ist egal. Dann sind hier mehrere starke. Aber Arena ist halt immer so wie mein Haupthero. Gibt es halt auch mein Haupthero. Und weitere kleine Heroes. Ich finde den Conquest-Teil auf jeden Fall sehr interessant in dem Game. Oh, Roaming Bandit mit Feuer-Attack. Batsch, aber werd aber mit meinem, von meinem Buddy runtergenatzt. 27er, ui. Okay. Na, mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ich weiß auch gar nicht, was diese blaue Leiste ist, was die weiße... Oh, okay. Mein Buddy ist noch am Leben. Wir bräuchten mal einen Healer, glaube ich. Ein Healer wäre nicht schlecht. Ne, mein Buddy ist ganz gut. Der Buddy greift nämlich hier immer den ersten an. Und bleibt dann auf jeden Fall in der hinteren Linie. Und dann werden erstmal die anderen angegriffen. Aber ein Healer wäre nicht verkehrt. Da brauchen wir ein paar mehr Heroes. Brauchen wir ein paar von diesen Summon Rolls. Ich weiß gar nicht, wo wir die herkriegen. Gucken wir gleich mal. Auf jeden Fall haben wir da neue Einheiten, neue Plätze freigeschaltet. So, ne? Alles freigeschaltet. Farming. Upgrade. 100.000, also Housing. Dann können wir mal die Housings hier hin machen. Machen wir es so, links die Housings, rechts die... Oh, Produktion 81, verstehe. Ah, cool. Die machen auch was. Okay, verstehe. So, 40.000. So, dann sind wir da. Okay, 40.000. Und dann werden wir hier mal mit 100.000. Ups. Das reicht dann wohl nicht mehr. Wir können auch hier das Housing noch verbessern. Unser, ach nee, das war nicht unser, hier, das war unser erstes. My Buildings, Houses Own, Tier 5, was sind die anderen Tiers? Achso, die aufgestuften, alles klar. Cancel. Oh, er zeigt nämlich an, wie viele du davon hast, damit du die alle aufrüsten könntest. Sehr interessant, ja, sehr interessant. Wir brauchen allerdings Gold. Wir brauchen mehr Gold. 100.000 haben wir, ist okay. Können wir die mal aufrüsten. Zack. Sind wir bei 87%. Brauchen jetzt auch noch ein bisschen Geld. Sonst kommen wir da nicht an unser Maximum. Gut, wie kriege ich die... Was ist Odds? Was das von kriegen kann, ne? S, ja. Holy shit, gibt's hier heftige Ränge. Aber so viele Einheiten gibt es scheinbar gar nicht. So, wie kriege ich aber Dingensen? Rollen? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Vielleicht nur durch Daily Logins. Sonst muss man Diamanten raushauen dafür. Map. Oh, wo bin ich denn hier? Suggested Rending. Okay. Was ist, wenn ich dahin laufe? Das bleibt. Okay, was bringt mir das? Ach, das sind die Dungeons. Ah, guck mal, können wir dann in die Dungeons reingehen. Coole Sache. Wir haben einen neuen Dungeon. Moonlight Cemetery. A unique dungeon at each city. Ah, ja. Sehr interessant. Lass uns gleich mal hier reingehen. Schauen wir doch mal, wie stark die hier sind. Bestimmt stärker. Oh, yeah. Ich glaube, wir brauchen gar nicht kämpfen. Ja, die sind natürlich, ist natürlich eine... Komme ich hier gar nicht raus, tatsächlich? Doch, hier abenden. Ist natürlich eine Weiterführung der Stage 100, ne? Also, wenn wir hier Stage 100 nicht schaffen,
dann braucht man natürlich auch das andere nicht machen, weil das andere soll ja schwerer sein, um eine Herausforderung zu bieten. Ja, und jetzt ist wahrscheinlich erst so ein bisschen AFK-Farmen, damit man das Gold bekommt, um sich bessere Waffen zu kaufen, um sich das Conquest-Dingens zu verbessern. Mich würde interessieren. Ne, Conquest war einmalig, ne? Das ist immer überall gleich, alles klar. Wie Geld man hier einfach kriegt, ist Wahnsinn. Okay, was haben wir hier? Ah, das bringt mir auf jeden Fall auch mega viel, aber boah, ich hatte super viel Schaden. Stonehenge's. Plains Pound, Hill Cave. Dann bis dahin zu kommen. Wird schwierig, glaube ich. Weil die einfach immer stärker werden, die Gegner. Und irgendwann wird es auch mehrere Waves geben, wie hier oben schon da steht. Ne? Wave 1 von 1 steht da. Wird definitiv noch mehr Waves geben. Wir kriegen mal ein Diamant und ein Stück Holz dafür. 36, ich glaube, da kriege ich auf die Fresse, oder? Ich gehe davon aus, weil mein Buddy ziemlich viel Schaden macht und der einfach gekillt hat. Alles klar. Nice. Okay. Jetzt haben wir hier 45. Ich würde gerne dahin, aber das ist zu stark. 38. Ich will mal dahin. 37. Was habe ich hier bekämpft? Keine Ahnung. Mal lass uns hier nochmal reingehen. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Die weiß ist auf jeden Fall die HP, aber es gibt noch eine innere HP-Leiste anscheinend. Hm. Oh, Snowy Hill Cave, let's go. Bestimmt Monster, oder? Nee. 39er Level. Die werden wir nicht down kriegen, leider. Die haben mich leider umgenutzt. Ah, schade. Schade, schade. Brauchen mehr Farming-Dingens, hm? Jetzt sind wir bei 837.000 Holz, Gold die Stunde. Noch ein Farming. 100%, sehr schön. Gut, was haben wir hier? Welcome to Conquest. Start an Empire, welcome to building. With your, huh? Okay. Na, das ist alles schon, was wir... Auto-Attack können wir auch machen. Ne, da würde dann automatisch dann die ganzen Dinge angreifen, die wahrscheinlich unserem Level auch entsprechen, denke ich. Aber es fehlen halt in-game noch so ein paar Sounds, ne? So, es geht auf die 25 und so weiter. Also er greift dann halt nach und nach alle an, dass man nicht selber anklicken muss. Auch sehr praktisch. Housing. Housing. Ja. Housing. Housing. Und Farming. Dum, 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 dum. 979.000 Gold die Stunde. Das ist schon viel, wa? Und wir kriegen 23,9 Millionen. Das wird immer höher. Oh, hier haben wir das ja auch noch. Tropical Plains. Und hier gibt es dann halt wieder neue Gebiete. Was? Eine kleineres? Kann ich dich ja auch? Ja, kann man auch machen. Level 108, Level 155. Was ist das Max-Level? 155, ja, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, sieht gut aus, 155. Oh, hier, da. Die aber nicht am weitesten. Achso, Desert Ruins. Okay, ist noch was Besonderes. Da kriegt man wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr Gold. Und da kriegt man wahrscheinlich Milliarden Gold pro Sekunde. Ja, wenn du hier alles gemacht hast, ist Wahnsinn. Okay, wir haben ziemlich viele Herbs. Was sind wir nicht jetzt auf? Hat er keinen höher als 30, ja? Und was habe ich mal mit 30 gesehen? So, machen wir die alle mal auf. Den B will ich eigentlich ungern, aber gut, nehmen wir mit. Zack. Zack, zack, zack. Ich hätte gar keine Waffen, weil habe ich nicht. Muss ich mal für ein bisschen Gold, müsste ich mal eine Waffe kaufen im Shop. Eine Magic Weapon für Geld habe ich 110.000, ist jetzt nicht viel. Ich kann mir diese Waffe kaufen. Und für den Magic noch eine Armor. 35.000 Gold. Kaufen wir uns diesen wunderschönen Hut.
Dann können wir dem Hero das ausrüsten. Boah, das ist so ätzend, das ist hier kein... Irgendwo muss es doch hier ein Autodings geben, oder nicht? Mich doch, willst du doch nicht verarschen, dass es das nicht gibt? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Muss ich gestehen, dass es hier kein Auto-Equip gibt. Brauchen wir noch einen Helm. Mhm. Auf jeden Fall ein lustiges Game. Ich glaube, ich werde es für mich aber ein bisschen weiter zocken. Ansonsten ist es halt ein ja, eile Game, jetzt muss ich ein bisschen warten. Aber es hat auf jeden Laune gemacht. Und das reizt mich halt, ne, das immer weiter zu machen. Ja, wie viel Gold man hier aber kriegt, ist Wahnsinn. Und hier natürlich auch noch, ne, kann man auch noch was einsammeln. Huch. Sonst ist das Game abgestürzt, ist auch witzig. Loggen wir uns wieder ein. Warum ist das Game abgestürzt? Nicht so cool. Wo ich hier draufgeklickt habe. Ach ja, für 10 Millionen Gold können wir uns natürlich eine weitere Puppe holen. Und können jetzt natürlich auch echt für echt Geld Gold-Dings kaufen, alles, ne? Echt Geld, Gold kaufen und so weiter. Building Materials ist total unsinn. Iron Chest, ja, es wäre ansehnbar, aber ich glaube, wir werden tatsächlich irgendwie auf die Royal Chest. Wenn dann, auf die Royal Chest gehen. Oh. Jeden Tag einmal kostenlos 25. Oh, nice. Okay, das muss man auch wissen. Nice. Mega viele Gems. Wo haben wir unseren. Da. Select. Cancel. Okay. Hier gibt es auch wieder kein Claim All. Das Spiel hat es irgendwie nicht so mit Userfreundlichkeit, oder? Aber wenn man jetzt hier eine zweite Puppe hat, dann kriegt man halt doppelt so viel, ne? Wenn man halt nochmal so einen der Stufe oder meinetwegen sowas hier nutzt. Mhm. Aber ich meine, 10 Millionen Gold ist natürlich auch schnell gemacht, muss man sagen. 10 Millionen Gold ist jetzt nicht so viel. Wenn man hier 1 Million pro Stunde bekommt, muss man einfach nur 10 Stunden warten. Ja, ich glaube, ich mache tatsächlich einfach ein bisschen für mich weiter. Hört sich ganz lustig an, das Game. Und dann Event Stage. Ja, pst. Ja, noch ein Event Stage. Gucken wir mal da rein. Was wir hier haben. Level 1, okay. Und jetzt haben wir einen Mage mit Ausrüstung. Schauen wir noch mal, was wir hier in dem Event-Ding haben. Das sollte ich auch ausnutzen. Event-Dinger ist immer wichtig. Geben meistens gute Belohnung. Das ist Wave 4 in Stage 1. Ah, sind schon Level 4 geworden. Aber wir finden so ein bisschen die Ingame-Sounds. Ich habe einen Heiler. So, ich kriege dafür... Okay. Ich habe dafür Dings bekommen. Was, wenn ich hier raufklicke? Okay. Updates every minute. Ich würde eigentlich... Hier Rewards. Was haben wir hier noch? Platz 1000 bis, keine Ahnung, gibt halt ein bisschen bisschen Reward. Aber ihr seht, der Share 0,0%. 0,0% von dem hier, ne? Also das alles wurde schon gesammelt. Und man kriegt erst ab Platz 500 etwas davon. Und Platz 1 kriegt 5% von den gesamten Stats, die da oben drin sind. Holy shit. Okay. Aber hier kriegt man natürlich die Enchantment-Dinger. Dann kriegen wir diese Enchantment. Oh ja, okay. Wir kriegen Diamanten, das ist okay. Und wir kriegen anderen Stuff. Plus First Completion Bonus. Was ist der First Completion Bonus? Achso, das ist die Zeit, die wir gebraucht haben, ja. Genau. Stage 25. Ach, guck mal, dann geht's noch weiter. Wohin geht's? Geht bis 302. Und der hat. Sehe ich auch meine Stats irgendwo? 284 Minuten gebraucht. Aber seine Einheiten sind auch alle SSSS-Rang. Helm of Despair, Level 585. 585 scheint das Maximum zu sein, ha? Huh? Guildstone Season, People Who Rating, Wins, Loses. Ah, verlieren wird man immer irgendwann mal. Na gut, meine lieben Freunde. Da würde ich sagen,
war es das gewesen mit der Folge angespielt von diesem wunderschönen Auto-Battle-Game. Auto-Battles Online, Idle PvP. Hat mir gefallen. War schön. Und ich denke, ich werde es ein bisschen für mich selber weiterspielen. Sah ganz lustig aus. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Voll angespielt. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.